So Leute, dann sind wir beim nächsten Spiel. Ich habe den Dom dabei. Grüezi! Und wir gucken uns heute an Doomsday gegen WWPile. Allerdings nicht das normale WWPile, wie wir es jetzt in letzter Zeit öfter gesehen haben, sondern tatsächlich schon in einer erneuerten, abgewandelten, verbesserten Form. Updated. Updated ist auf jeden Fall Fury, soweit ich weiß, drin. Bubbles sind drin. Ragavane sind drin. Ragnarok Chandler. Ja, die ist das stimmt, so ein schwarz-rotes Uberdelve? Das schwarz-rot. Ja, okay, macht halt auch viel, ne? Ja. Hast du Discard drin anstatt den ganzen anderen Chandler Nuggets? Ja. Er darf sehen, welche Karte es ist. Ponderino. Ja, genau, auf der anderen Seite Doomsday mit UB. Ganz hübsch, jedes Artwork nur einmal, soweit es geht. Solange es nicht unsagbar teuer ist. Ja, solange es nicht unsagbar teuer ist. Hier sieht man auch, da ist ein Badlands geproxt. Schlechter Proxy, nicht groß genug. Und da ist der Dragon Red Channel, der angesprochene. Wie ist es? Andersrum? Ah, nee, andersrum. Nee, andersrum triggert es nicht. Surveil ist ja kein. Ja, es ist kein Bravour. Das ist kein Prose, genau. Prose heißt es in Englisch. Ich habe in letzter Zeit zu viel mit deutschen Namen rumgeprügelt. Ich muss doch gerade erstmal überlegen, was du mit mir von mir willst mit der. Mit Bravour. Bravour ist die deutsche Bezeichnung davon. Das ist großartig. Steffen kehrt seinen Monk raus. Ja. Der Proxy lag nicht mittig. Richtig. Wunderschön sein Proxy in so einer Viertelhülle. geil. Auf der anderen Seite ist Fetch of Uzi. Auf Ponder. Der Doomsday hier, glaube ich, auch mit der Liste mit Consider. Also mit dem Flashback-Zauber. Ja, stimmt. Eine richtig geile Line, die mittlerweile fahren. Ja, für den Pile ist es auf jeden Fall richtig schön, weil du halt einfach mit einer Karte so weit kommst. Das ist schon. Ja, du kommst mit einer Karte, millst du die oberste. Dann kannst du drei ziehen mit dem Flashback-Zauber, ne? Zwei, glaube ich, und wirfst also zwei ab oder sowas. Ja, ja, und das ist schon. Ja, hart. Schon cool tatsächlich, die Line zu haben. Hier allerdings bin ich mir gerade nicht sicher, ob mit oder ohne die Islet, Hideaway, das Hideaway. Das Hideaway-Land, das blaue, ja. Da bin ich mir gerade nicht mehr sicher, es kann aber sein. Das ist schon ein harter Gimp-Move immer mit dem. Ja, ich hab ein Hideaway-Land im Pile, was hast oh, du? Oh, da kommt eine Witchmore, die in Friedhof geht. Okay, wurde nicht geforst mit dem anderen Ponder. Auch witzig mit dem verschiedenen Pondern. Boah, Noon's Vault, Ponder. Ich würde hier fast schon das Limdolz wegnehmen. Nur damit der Gegner nicht tief guckt, weil das Limdolz halt sehr hart enabled ist. Das andere ist nur ein Ponder. Ja, aber ist halt die Frage, was da oft selber noch auf der Hand ist. Aber ja, da wird auch, ja, das Limdolz. Ja, musste hier genommen werden. Jetzt noch zwei Länder. Es ist halt noch ein Free Draw-Spell dabei. Das ist halt auch nicht so. Kein Fetch, doch Fetch. Oh yes, der ist Delirium. Ist der schon? Stimmt, Artefakt. Land, Artefakt, Kreatur. Wow. Das ging zügig durch und zweiter schafft meistens noch nicht mehr whatever. Nee, das stimmt. Oder auf eine Weißquelle. Was hat man denn da vor? Interesting. Ich hätte jetzt gedacht, da kommt das zweite Bayou. Ich weiß auch gar nicht, was jetzt noch alles für Weiß im Deck drin ist tatsächlich. Für ein Mana? Könntest du es ein Zieh Ah, da war, glaube ich, eine Lingering Souls auf der Hand. Lingering Souls noch auf der Hand. Und noch ein Dragon Rage Channel, wenn ich es richtig gesehen habe. Future Plans. Uff. Das sind jetzt natürlich nächste Runde 6 Schaden, die fliegen. Ja, von Dingen, das ist man fast schon überlegen zu forcen von Doomsday-Seite aus. Ja, ansonsten wird er knapp mit den Leben, ne? Mhm. Ja, vor allem, wenn man jetzt allein Doomsday, wird man schon auf 8 runtergehen. Das kann man einfach eigentlich nicht durchgehen lassen. 15, ja. Das ist natürlich bitter. Ja. Sehr, okay, sehr, wenn du 16 warst, wärst du danach auf 5 gewesen, auf 10 gewesen. Oh. Von 18 ist auf 8. Ja, ja, aber ich bin jetzt nicht davon ausgegangen, dass er im nächsten Turn noch was macht. Vor allen Dingen, jetzt hat er sich ja selbst die Hand hart gerippt auch noch. Ja, aber hier scheint. Top-Deck Doomsday. Top-Deck Doomsday. Willst du mich verkackeimern? Ja, ich glaube, so reagiert der WW-Spieler gerade auch. Ja, das heißt, genau, Friedhof hinzunehmen. Der hat den Draw-Spell noch auf der Hand und was hat der? Der hat einen Ponder in die Dings geschmissen, da war noch Unknown auf der Hand. Für den WW-Pal-Spieler. Nee, ich glaube nicht Unknown auf der Hand, weil das Top-Deck war ja der Doomsday. Und die Runde davor war eben der Schwarzies. Da müsste dementsprechend, es sein. Das kann sein. Ja, da waren zwei Fetch-Länder auf der Hand. Land und
bringen. Ja, der wird auch einen Uzi in den Pile gelegt. Genau, Lancer Diamond in Tor. Was kann man da als WP-Spieler machen? Bolt. Ja, du musst. Der ist auf 7 Leben runter. Bolt. Stimmt. Ja, das. War das nicht 6 Grad gerade? Weiß ich nicht. Ich auch nicht, aber es wäre ja schlecht sogar für den Doomsday-Spieler. Er will ja möglichst wenig Karten haben. Ja, stimmt. Also man hat natürlich eine noch bessere Auswahl drin. Und, ja, aber das macht es meistens nicht besser. Hier wird einmal ausgelegt. Also der Brainstorm aus. Der Brainstorm ist großartig. Der andere ist genauso hübsch. Voila. Ja, das war natürlich hier Strixhaven ein absoluter Segen für. 3 verschiedene Artworks. Ja. Es macht es halt auch hart, schwer zu zählen. Wie viele Forces sind drin, wie viele Daisies sind noch drin, was ist sonst noch drin? Welche Ponder, was ist überhaupt drin? Das macht es tatsächlich sehr, sehr schwierig zu sehen. Das gefällt mir auch sehr, sehr gut daran. Und ich finde das Deck dadurch auch irgendwie fast schon schön. Unter dem letzten Video, wo das Deck zu sehen war, gab es eine halbe Diskussion darüber, ob das Deck jetzt hässlich oder Schönheit im Auge des Betrachters liegt. Dementsprechend ganz gefährliche Aussage. Ja, das stimmt allerdings. Ja. Hier ist ein Draw, da geht das LED. Ja. Ist das jetzt schon der Kill? Go. Das hätte ich nicht gemacht. Ich auch nicht. Ach, der hat das LED schon gespielt. Ja, gegen Discard, aber. Oder deshalb weiß. Das ist gut gewesen. Das ist ein. Stimmt, die sind richtig gut für Weiß in dem Deck. Es ist ein. Outboarded, wie heißen sie? Ja, ein Mana und X mit dem ganz neuen Gedöns. Könnt ihr es gerne jetzt in die Kommentare schreiben, dankeschön. Tarfeuer! Ja, damit Lied für 3 und Tarfeuer. Nice. Ja, Tarfeuer hat man vergessen. Draw ja, okay. Und win. Cool. Den Pile gestackt und dann trotzdem ja, voll hier weggenutzt. Hier hätte man, glaube ich, einfach das einfach Go sagen müssen. Mit dem Draw-Spell auf der Hand und dem LED. Mhm. Und dann hätte man nächste Runde mit dem LED Onboard Draw-Spell top ziehen können. Okay, das Problem ist, der Gegner spielt halt auch Discard. Das heißt, was du auf der Hand hast. Aber der Draw-Spell weg. Ja, okay. Du könntest halt, hätte man den Natural Draw, das LED gehabt, da hätte man halt trotzdem nichts gemacht. Also es ist halt irgendwie Pest und Cholera. Ja. Ja, was kommt jetzt rein? Gehen wir von aus, die Sedgemowitch fliegen raus? Würde ich von ausgehen. Also ich glaube, die Sedgemowitch sind zu langsam. Stony Silence. Wenn sie im Sideboard sind, gehen sie auf jeden Fall rein. Bei der Doomsday-Seite. Der Emrakul? Tatsächlich könnte die Emrakul-Linie drin sein, wenn die nicht von Grund auf drin ist, tatsächlich. Spielt Steffen Caracas im Mainboard? Nimm Zeit. Und ich glaube nicht, dass das reingebaut hat. Ich wollte gerade sagen, das wird er nicht auf dem Schirm gehabt haben. Mhm. Da ist ein Doomsday, da ist ein Lineside Diamond, da ist ein Force, da ist ein anderer Draw-Spell, da ist auf jeden Fall eine ganze Menge Gitter ab. Was haben wir beim WW-Pal-Spieler? Ist ein Pyro? Wenn der mal. Ist halt die Frage, ist das ein Young oder ein Seasoned? Force ist ja jetzt sehen was. Okay. Inquisition, Kulagans. Valky. Sehr cool. Ja, ich finde die Iteration von WW-Pali auch sehr, sehr cool, weil es einfach jetzt sich ein bisschen mehr angepasst hat, ein bisschen von dem modernen Vorbild Pyromancer ein bisschen weggegangen ist. Marduk Pyromancer. Und so ein bisschen eine eigene Linie jetzt für fährt. Weil halt tatsächlich Marduk Pyromancer im Modern auch kein Deck mehr ist. Ja, stimmt. Im Modern absolut kein Deck mehr. Und dementsprechend geht man hier jetzt von der Vorlage ganz weit weg und probiert eben mit Legacy-Karten, beziehungsweise das sind ja eigentlich alles Modern Horizons 2-Karten, irgendwie stimmt. Wieder auf die Beine zu kommen. Da geht der Deck Regret Chandler geht. Ja, der bessere Delve of Secrets tatsächlich. Ja, oh, der ist schon gut. Ne? Jo, also schlecht würde ich den nicht nennen. Also ich würde den auf jeden Fall mal in so einer Shell mit einem Pyro. Da räumt cool. Der, glaube ich, richtig ab. Ja. Auf der anderen Seite jetzt wahrscheinlich Inquisition. Here we go. Ja, bevor man gar nichts macht, ne? Ja. Der Inquisition. Force. Days. Oh, nee, der Force, Revealed. Doomsday, Baleful Strix. Die Secret Lairs, Baleful Strix tatsächlich. Ja, da kann man den Card Draw Zauber. Theoretisch kann man das Doomsday nehmen. Ja. Ja, man muss eigentlich das Doomsday nehmen.
Ja, oder die Eule. Ja, die Strix kriegt. Und die Gefahr, dass hier einfach ein Dark Red von der Top kommt, ist einfach zu krass. Mhm. Ein Dark Red wäre das einzige aus aktuell. Ist die Frage, ob Steffen noch ein Discard auf der Hand hat. Wenn ja, ist es zu spät. Hm? Wenn ja, ist es zu spät. Da geht tatsächlich das Ding. Was nicht so viel macht tatsächlich, weil Doomsday das Ding ja wieder reinmischt. Ja, also das war jetzt... Okay, Fetchland. Strix. Jo. Das war jetzt im Endeffekt eine Handkarte, also eine Karte im Stock mehr für Doomsday. Genau, weil im Endeffekt, wie gesagt, am Friedhof kann er auch wählen. Es sei denn natürlich, aber das glaube ich nicht mehr, dass WW-Pile noch Rest in Peace oder sowas hat. Glaube ich auch nicht dran. Ist, glaube ich, mit Delirium-Karten nicht so das Beste, was du spielen kannst. Das stimmt. Gut. Strix zieht hier eine Karte, Strix beantwortet eine ganze Menge, spielt bei nächster Runde dann Valkyrie. Boah, ist die Frage, kann man ja theoretisch machen, ne? Ich glaube, man kann aber nur eine Creature-Spell abwerfen lassen. Boah. Was macht der? Und die ist ja jetzt raus mit der Baleful Strix. Ja, das ist jetzt gerade eine gute Frage. Oh, das Karakas ist drin. Sie hat das Karakas drin? Das Karakas ist geil. Drin. Das kann wichtig werden. Hier sucht man sich auch wieder die Weißquelle. Also Weiß ist mittlerweile wesentlich wichtiger geworden. Auf der anderen Seite hier für Doomsday natürlich easy peasy. Er muss jetzt nur ein Land von der Top ziehen. Wenn da jetzt kein Discarder kommt. Wie gesagt, ich meine, Valky würde nur Non-Creature-Spells discarden. Ja, also Regie sagt Non-Creature-Spells. Nur Creature-Spells, so. Also ist der gerade richtig schlecht. Weil noch eine Strix wird der wahrscheinlich nicht auf und der selbst Hand wenn haben. Ist die Strix, glaube ich, nicht so relevant. Du kannst die... Ja, der macht halt jetzt wahrscheinlich genau gar nichts. Gar nichts. Jo. Ja, da hätte das Doomsday gehen müssen. Ja. Bin ich mir ziemlich sicher. Wenn jetzt ein Land von der Top-Car. Oh, kein Land. Das wäre geslampt gewesen. Lass Brainstorm. Brainstorm zieht 3, legt danach dann alle runter. Hier wird kurz aufgeschrieben. Auch das, meine lieben Freunde, niemals die Hände offen lassen, wenn man gebrainstormt hat. Weil danach sieht der Gegner halt, welche Karten noch da sind, welche nicht. Das ist ein Fehler, den gerade am Anfang sehr viele Leute machen, bis sie realisieren, was sie da gerade tun. Ja, vor allen Dingen, wenn man eigentlich gerade in einer Community wie bei uns, wo man sich kennt, wo man sich mag, wo man nett sein will. Ja, genau, passiert das halt mal regelmäßig, aber wo man trotzdem auf einem Competitive Turnier spielt. Ja. Und Competitive Turnier heißt halt immer noch. Ja, okay, in Dülm, wenn man dann, oder jetzt mal sind mal, sie Bottrop. Wenn man dann irgendwie so auf den letzten Plätzen rumdümpelt, dann macht man das halt schon mal. Weiß ich nicht, bin ich so. Oh. Egal, Brainstorm ohne Fetchland, sehe ich das richtig? Das wäre natürlich echt, ja okay, er hat noch einen Ponder auf der Hand, also er kann weg. Aber einen Ponder scheint er weg zu tun. Sacred, Doomsday. Und jetzt beißt er sich in den Arsch, dass er das LED weggeschmissen hat. Weil jetzt LED halt wieder im Pile ist. Und... Okay. Das ist... Das schlecht. Ja. Das ist wirklich schlecht. Vor allem, weil hier jetzt tatsächlich einfach wieder gute Karten reinkommen können. Ich meine, den nächsten Kill ist es nicht. Die nächste Runde ist es kein Kill. Und Ferret muss halt hier aufpassen, dass hier kein... gut getimtes Kolarians Command kommt. Das ist halt gefährlich, weil es Instant Discard ist. Dagegen muss man sich wappnen. Stimmt, ja. Und das tut Ferret ja auch mit dem Pact, mit einem Brainstorm, mit einem Lion's Eye Diamond und dem Orakel. Hier wird einmal kurz aufgefächert, wird gefragt, möchtest du das? Ist das relevant für dich? Es sind noch 8. Ja. 8 Leben ist halt auch echt viel, wa? Ja. Also gegen Burn? Ja, gegen Burn nicht, aber... Nicht, aber gegen WW-Pile, der hat nur... Hat der 4 Lightning Bolts drin? Ja, wahrscheinlich. Das 4 Lightning Bolts, wahrscheinlich ja, 4 Lightning Bolts, ein Tarfire drin. Ja, 1 oder 2. Ja. Oh, Cycler. Upp. Da will man schon. Diamond? Ja, das könnte sogar jetzt schon over sein. Das könnte jetzt schon vorbei sein, ja. Das wäre natürlich echt... Street Rev? Echt, ätzend. Reaktion darauf, den. Knack Lion's Eye Diamond, 2 Draws am Stack.
Zwei Draws auf dem Stack. Hat Blau. Drei Blaue, hat ein Petal Brainstorm. Brainstorm würde ihn hier töten. Ah, das ist ein Consider. Consider. Ja, das möchtest du nicht wegwerfen, oder? Das ist ja das Orakel. Dann Oracle, das ist Oracle, eins auf dem Deck. Du hast eins auf dem Deck. Man hat sogar aktuell eine Devotion von 3. Ich möchte das hier wieder ganz stark betonen. Wow! Hier ist eine Devotion von 3. Wenn man das Orakel abschießt, hat man noch eine Devotion von 1. Ja, genau. Dementsprechend sehr, sehr cool, da auch darum gespielt. 1-1, meine Damen und Herren. Ja, macht halt dann auch Sinn, tatsächlich irgendwie die Scheiße zu spielen. Cool. Da war die Ambush immer cool. Island. Und ein Massaker, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, klar, weil der immer auf Weiß fetcht. Ja, kann man echt gut machen. Den Dragon's Knowledge Channel, dann kann man damit abrüsten. Man nee, 3-3. Ja, wenn der kein Delirium hat. Was der in dem Deck erstaunlich oft hat, tatsächlich. Aber wir haben jetzt gar keinen Raghavan gesehen. Ich weiß gar nicht, ob die Version schon Raghavan spielt. Hast du die hier so angeteased, den Affen? Ja. Affen? Mal gucken, wie lange. Der Affe. Ja, die Frage ist ja eher, wie lange der Affe überhaupt bleibt. Nach der ist das ein Meltdown? Oh ja. Was macht Meltdown in dem Deck? Frage ich mich gerade auch. Warum bordet man? Steffen hat, glaube ich, genug, der noch nicht so aufgespielt. Ja, Steffen hat es, glaube ich, reingenommen, weil Ferret so oft das LED einfach droppt. LED einfach ja. Droppt. Ja, sehe ich als Argumentation ein. Finde ich ein bisschen verschwendeter Platz. Da würde ich eher mal Braid Rainings haben, wobei das wahrscheinlich nicht mehr im Sideboard ist. Ja. Da ist er! Da ist er! Der Affe. Der Huso. Ja, einmal der Affe. Welcome to Monkey Town. Aha. Jetzt kann man mit dem Ponder noch gucken, was man oben drauf liegen lässt. Ja, um dann einfach zu schauen, ob man weil macht das. Baleful Split. Baleful Negation. Packt. Und irgendeine dunkle Karte. Könnte. Ja, wahrscheinlich nichts Gewolltes, weil die dunkle Karte wird gezogen. Jetzt selber abgehoben. Jetzt sind wir in Monkey Town, ne? Yes, jetzt sind wir in Monkey Town. Vor allem wird die Kobaste-Karte jetzt exiled. Ja, die ist weg. Da musst du halt dann auch drum. Ja, da musst du mit Ponder wirklich drum herum spielen, zu sehen, was du dem Gegner gibst. Oh, das Karagas. Yay! Das ist der Moment, wo man so als Doomsday-Spieler denkt, oh, ich habe extra Emrakul reingenommen. Warum droppt der random den Karagas? Ja, Pact of Negation. Kann man mal machen. Das will man nicht haben. Der bleibt weg. Interessant ist halt auch, dass man mit Karagas auch so ein bisschen den Affen beschützen kann. Ja. Und um Massaker rumspielt, was man natürlich nicht weiß, dass der Gegner besitzt. Ja, was aktuell auch 4 kostet. Deshalb. Karagas. Spielt da so ein bisschen dran rum, weil es weißes Mana ist, was aber keine Ebene ist. Ist da überhaupt irgendwas, was du machen kannst? Hat der was? Okay, wenn 2, wird ganz. Kroxa. Kroxa ist halt auch eklig. Jo, ich vermute mal, hier wird eine der beiden Brainstorms abgeworfen. Bounce dir sich jetzt den Crocs an mit dem Karakas? Das wäre natürlich der Hammer. Das wäre hier natürlich der wirkliche Hammer. Und dann einfach mit Monkey Town und Crocsa. Ja, kontrollierst du den Tod. Kontrollierst den kaputt. Das wäre echt intelligent. Das wäre echt gut. Würde ich Steffen zutrauen. Meltdown, was ist da noch auf der Hand? Ich kann es nicht erkennen. Ich glaube, da war ein Valky bei. Da wird Days wird abgeworfen. Days wird abgeworfen. Und wird nicht gebaut. Schade. Schade. Weil du bekommst jede Runde den. Okay, du machst halt sonst gar nichts in den Runden. Ne? Ist ja gar nicht richtig. Du kannst ja Länder ziehen, du kannst mehr Sachen spielen. Also eigentlich ist es ziemlich gut gewesen, die Situation. Mit oberste Karte des Decks immer wieder klauen, den unter Druck setzen, damit er nicht weiß, was er tun kann. Und hier Dinge. Ja, okay, Eule ist natürlich ärgerlich. Eule. Vor allem, wenn man wieder den Valky auf der Hand hat. Och. Ja, der Valky ist, glaube ich, in dem Matchup richtig bad. Es sei denn, man hittet den Emrakul. Dann kann man 15 Mana zusammensparen und Emrakul Valkyn. Juhu! Der Punkt ist halt, ich glaube, Steffen weiß nicht, dass dann Emrakul dann noch umschwert. Und selbst wenn er es weiß. Den wird der niemals rauskriegen, außer der Affe hat. Und ich denke auch nicht, dass Valky da wirklich. Da müsste der Affe so roundabout 10 Mal zugehauen haben und dann ist der Gegner eh schon tot. Yes. Das ist ein Push. Ja, Push nicht schwer. Ach, das ist ein Trio. Ach, der spielt das Trio. Ja. Push. Push. Deine Mutter. Beat. Oder dein Vogel. Ja, push deinen Vogel. Jetzt ist es natürlich interessant. Es wird eine Random-Karte. Jetzt wird es wirklich schon Random-Karte. Jetzt ist so Orakel, Maxi. Oh, Korakel? Nee, Doomsday. Doomsday. Da wär's. Willst du das spielen? Willst du das spielen? Das wäre natürlich Hammer, wenn man das spielen würde. Ja, jetzt sind die Handkarten sind halt echt madig. Ne? Mit Meltdown und Valky ist halt nicht so geil. Ja. Da wäre es halt echt eine Idee gewesen, den Kroxa zu bouncen. Also Steffen, wenn du das hier hörst, ne? Kroxa ist legendär.
Ja, aber ich glaube, hier war der Fokus sehr stark auf Affe to Win. Und Affe to Win ist ja auch keine schlechte Strategie, das kommt ja noch dazu. Ape to Go. Ich glaube, hier wurden 2 Schaden gemisst. Wurden? Man hat einmal mit dem Affen zugehauen für 2 Damage. Der Kroxa hat keinen Schaden gemacht. Nein, der Kroxa hat keinen Schaden. Ja, der ist ja so scheiß gewordet. Weil im Oracle-Text steht es ja richtig drin, dass du einen nicht... Wenn du einen Nicht-Land abwirfst, dann kriegst du keinen Schaden. Kriegst du keinen Damage. Es geht halt darum, dass du eben, wenn du eine Karte abwirfst und sie ist kein Land, dann kriegst du keinen Schaden. So ist es, ja, weil das war irgendwie der Count, genau, das war der Punkt. Der Punkt ist ja, der auch 3 Schaden schießt, wenn der Gegner keine Handkarte abwerfen kann. Ja. Das ist das Problem im Wording gewesen. Ja. Ganz, ganz eklig. Auf der anderen Seite hier, Doomsday halt langsam echt viele Handkarten, aber sehr viel Draw-Spells, sehr viel zum Durchkommen. Es könnte halt sehr schnell rum sein. Ich glaube, das ist Steffen sich auch bewusst. Ja, vor allem mit der madigen Hand ist das halt wirklich... Und du hast halt auch aktuell noch keinen Punkt, an dem du Kroxa wieder kriegst. 5 Karten im Friedhof plus Kroxa ist noch 2 Karten entfernt. Ja, auf der anderen Seite 2 Karten plus halt die beiden Dinge werden. Das Mana ist schon da. Ja, ja, das Mana ist schon da. Das Problem sind die Karten im Vielleicht Friedhof. Kriegt man den Consider vom Gegner. Ich weiß auch nicht, ob Basil Ludi noch drin ist. Stimmt. Das Brainstorm pondert. Ich würde erst pondern, dann brainstormen, wenn ich mit dem Pondern nichts sehen würde, weil Affe. Ja. Das ist schon ein bisschen bitter. Da ist ein Dark Red auf jeden Fall. Das ist ein 2 Dark Reds. Und ein Petal. Ja, ist die Frage, war da noch ein Duras? Spielt der noch Duras? Eins, glaube ich. Ein Thoughtseize, 2 Duras, glaube ich. So rum war es. Ich habe auf jeden Fall ein japanisches gesehen, meine ich. Jo, Petal, Storm ist 2. Könnte man halt auch mal machen, einfach so. Du hast Personal Tutor. Boah. Ist teuer geworden, das Ding. Liegt der oben drauf oder auf die Hand? Oben drauf, tatsächlich. Ja, deswegen dann bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Du musst aber das Petal cracken, um mit dem Ponder zu ziehen. Ja. Also ansonsten. Deswegen hat er wahrscheinlich das Ponder. Wow. Üff. Das ist eine uncoole Line, die das man ist hier jetzt auch von muss. Hinten durch die Brust und Auge. Yes. Yes. Boah. Vor allen Dingen, du musst ja gleich, wenn du den Doomsday-Pile machst, du konntest in der Runde nicht aufgehen, musst du damit rechnen, dass der scheiß Affe angreift. Ja, 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 das ist schon. Also der Affe macht da echt viel. Viel Work und das ist halt ein Grund, warum der Affe halt der Affe ist. Ätzende Karte. Der hat jetzt echt. Der hat echt Go gesagt. Ah, der hat einen Street Ref auf der Hand, okay. Stimmt, der zieht jetzt einfach auf den Trigger einfach die Karte weg. Ja, Beat. Beat. Das ist halt auch ballsy. Vielleicht will er ihn einfach nur noch reintriggen, weil er jetzt das zweite Doomsday Exile. So nach dem Motto, ah, spiel doch alle meine Doomsdays. Ich spiel gar keine Doomsdays mehr, ich spiel immer cool Stacks. Genau. Und dann kommt die Random-Karte. Jetzt ist Orakel. Orakel! Oh, Linduls. Boah. Linduls könnte man sich fast schon überlegen, ob man das zockt. Boah, da könnte man sich einfach mal oben schön... Also, das würde ich safe machen, wenn es nur für einmal ist. Wobei, dann geht es in den Friedhof. Obwohl, dann ist es egal. Das ist egal, der Gegner nutzt das nicht im Doomsday-Pile. Ist halt schade, dass es bei einem selber nicht auf den Friedhof geht. Ja, Kroxa wird sich das machen. Aber es gefällt mir sehr, sehr gut, die Idee. Die Idee ist super, weil dann kannst du dir einen Discard ziehen. Aber es wird nicht gespielt. Oh. Ja, ist halt die Frage. Du hättest gucken können, ob du einen Discard hast. Und jetzt random okay, den Valky. Meltdown für 0. Meltdown für 0. Geht da nicht das eigene Petal auf? Ja. Da wird noch ein Brainstorm. Oder ist Meltdown nur für Gegner? Nein, Meltdown ist auch für sich selber. Meltdown sagt alles. Okay, man muss halt nur noch 5 Runden überleben, ne? So, dann. Ja, aber. Resolved Meltdown und ja. Mann, ob wir das noch, hoffentlich noch für Mana für den Valky? Nö. Sagt einfach go. Wenn jetzt natürlich die Strix von oben drauf lag oder auf der Hand ist, dann... Das ist ein Doomsday. Ja, ja, das... Halt der Valky wäre jetzt alleine wichtig gewesen für den 2-2-Beater. Ja, stimmt. Also für den 2-2-Beater oben drauf und egal was dann von der Top kommt, hätte man vielleicht den Beat... Ja, vor allen Dingen, wenn irgendwann hast du die Mana, um den Valky zu bouncen und als Planeswalker zu replayen.
Ja, aber das nicht, wenn der Gegner, wenn du weißt, dass der Gegner Doomsday auf der Hand hat. Ja, ja, aber trotzdem, ne, die Situation kann ja passieren. Yes. So, jetzt Dark Red Doomsday gebastelt. Wenn da überhaupt noch was kommt. Also es kommt ja dabei. Oh, ja, das ist die andere Sache, ne? Wenn jetzt hier gar nichts mehr passiert. Wir wissen, dass da nur noch ein Valkyr auf der Hand ist. Wobei das Lustige ist, wenn ich es richtig gesehen habe, hat er die das Orakel auf der Hand. Oh, dann wird der Pile echt... Das wäre voll gut gewesen. Das ist das Orakel. Ganz hinten ist, ey, in der Mitte ist das Orakel. Oh nein. Das ist Packed Orakel, ein weiteres Doomsday. Das wäre richtig gut gewesen hier, oder? Ja, okay, du hättest aber den Packed... Nee, da ist ein Orakel. Spielt er zwei Orakel? Spielt er zwei Orakel? Oder vergucke ich mich gerade? Ist halt echt schwierig. Ja, er hätte den Packed aber bezahlen können. Ja, und müssen. Ja, müssen. Also er hätte den Packed, also, außer er wäre so ballsy gewesen, hätte gesagt... Ah, nee, ist ein Consider. Consider, okay. Packed und... Ja, aber mit Consider auf der Hand ist die Hand schon wieder relativ... Consider Packed, du bist ja, aber hier hätte man halt echt den Valkyrie dann gehabt. Was haben wir für Damage. Das ist ein Land... Speed. Jetzt wird es halt interessant. Jetzt wird es richtig interessant. Das muss man natürlich überlegen, was hat man nochmal oben drauf gelegt? Thinking. Ja. Aber gut, was soll man hier machen? Doomsday.exe stop working. Man hätte halt auf ein Leben geprügelt da mit dem Valky. Ja, das wäre schon gut. Wenn man jetzt considert. Oder man will halt. Ja, was hat er denn noch auf der Hand? Der consider zwei? Force Doomsday. Nimm die Karte weg. Uff, das war der Draw Spell. Ich frage, ob man den nicht spielt, aber dann kriegt der Gegner den Friedhof, das wäre bad. Das wäre richtig bad. Den spielst du nicht. Oh nein. Der spielt den nicht, oder? Oh doch. Ja, ist aber... Ist das ein Instant oder ist das ein Sorcery? Sorcery. Dann kannst du damit aber locker flockig selber auch... Zieh zwei Karten, Push und Chain. Chain of Vapor. Smog. Smog, dann. Boah. Wann hätte ich nicht gespielt? Ich hätte den nicht in sein Foto vorgegeben. Der wird ein Pile machen. Flashback. Ah, nee, Flashback kostet drei Leben. Flashback kostet drei Leben. Ja, Flashback ist tot, stimmt. Richtig. Flashback, du bist tot. Ich würde jetzt die Chain rausknallen. Du musst eh discarden. Ja. Ich würde auch. Hart die Chain. Chain werfen und dann. Naja, dann nicht. Du musst nicht discarden. Nee. Der ist einfach nur Draw 2. Für 4 Mana und für 2 Mana und 3 Leben Flashback. Jetzt geht er halt in seinen Zug, hat das Oracle und hat gewonnen. Boah, der ist ballsy. Ja, wenn er jetzt noch einen Bolden-Nabling hat, ist das aber gut. Hättest du die Chain gehabt? Chain geschmissen oder halt wirklich den richtig überlegen. Das war gar kein Valky. Das war ein Sudden Edict. Deshalb die ganze Sache. Okay, I see. I see, ja. Chain wird abgeworfen. Ja, Chain wird abgeworfen, dann kommt das Oracle, dann hast du nichts mehr. 2-1 Doomsday. Schade. Ja, trotzdem sehr, sehr coole Spiele von WWPile und von Doomsday. Es macht auf jeden Fall sehr, sehr Spaß, diesen beiden Decks zuzuschauen. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.